Guten Tag, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur 13. Ausgabe des Eisenbahn Video Express. Wir haben einen Ausflug nach Kanada gemacht, genauer gesagt in die Gegend von Vancouver. Und hier im Westen gibt es eine ganze Menge sehenswerter Eisenbahnen. Es gibt natürlich auch Fährschiffe, die hier unterwegs sind, in die Fjorde und verschiedene andere Anlegestellen besuchen. Und hinter diesem Fährschiff, da gibt es eine Bahnlinie, die sich selbst ganz bescheiden die schönste Eisenbahn der Welt nennt. Kanadas Westen gehört zur Provinz British Columbia, abgekürzt BC mit der Hauptstadt Vancouver. Die Pazifikküste ist geprägt von Fjorden, hohen Bergen und felsigen Buchten. Die der Provinzregierung gehörende Bahngesellschaft BC Rail betreibt hier eine fantastische Strecke mit täglichem Personenverkehr. Das BC Rail Streckennetz erschließt von Vancouver aus den Nordwesten der Provinz mit den Orten Squamish, Lillooet, Prince George und Fort Nelson. Personenzüge fahren allerdings nur bis Prince George. Von dort kann man mit dem Skeena, der staatlichen Via Rail, nach Prince Rupert und nach Jasper fahren. Durch Jasper fährt dreimal wöchentlich der berühmte Via Transkontinentalzug, The Canadian, der Toronto mit Vancouver verbindet. In Lillooet steht der BC Rail Triebzug zur rund 300 Kilometer langen Fahrt nach Vancouver bereit. Zum Einsatz kommen planmäßig vierachsige Triebwagen, die der bekannte US-Hersteller Budd in den 50er Jahren baute. Bis Lillooet verkehrt das einzige Zugpaar täglich, die Verlängerung bis Prince George wird nur dreimal wöchentlich befahren. Lillooet, ein altes Goldgräberstädtchen in der Wildnis der Rocky Mountains. Am Ortsende steht noch eine alte Holzhängebrücke aus der Gold Rush-Zeit. Die einmalig schöne Streckenführung der BC Rail-Strecke beginnt gleich hinter Lillooet. Eingerahmt von den mächtigen Rocky Mountains schlängelt sich der Zug an einem großen See vorbei. Zahlreiche Streckenabschnitte zwischen Lillooet und Squamish führen durch einsame Berglandschaften, die teilweise noch von Indianern bewohnt werden. Bis 1956 endete die Strecke von Norden her in Squamish. Güter und Reisende mussten das Schiff bis Vancouver benutzen. Heute erinnert dort ein großes Eisenbahnmuseum an vergangene Zeiten. In der Nähe des neuen BC Rail Depots lockt der von Mai bis Oktober geöffnete West Coast Railway Heritage Park Besucher aus der ganzen Welt an. Hauptthema sind Fahrzeuge der ehemaligen Pacific Great Eastern Railway, wie die Vorgängergesellschaft der heutigen BC Rail hieß. In dem 1994 eröffneten Museum gibt es noch viel zu tun. In der alten, 100 Jahre alten Depothalle wird fleißig restauriert. Der gute Geist des Museums, Trevor Mills, erläutert die Ziele. Das ist ein nostalgischer Eisenbahnerlebnispark. Wir wollen die Bahnatmosphäre in Westkanada zwischen 1920 und 1950 zeigen.
Wir haben zwei betriebsfähige Dieselloks und etwa 20 Personenwagen. Der Rest sind meist Güterwagen. Das Museum besitzt zwei schwere Kräne. Einer davon ist ein 100-Tonnen-Dampfkran von 1916. Letztes Jahr hatten wir 11.500 Besucher und wir hoffen, dass es mehr werden. Das Prunkstück der Sammlung ist ein alter Salonwagen der Canadian Pacific Railroad. Schon 1961 wurde er im Schrott entdeckt und für $450 gekauft. 80.000 Arbeitsstunden mussten für die Restaurierung aufgewendet werden. Eine passende betriebsfähige Dampflok besitzt das Museum leider nicht. Dafür fahren BC Rail Dampfzüge im Sommer regelmäßig von Vancouver nach Squamish. Aus den USA kommt außerdem ab und zu die berühmte Daylight 4449 über die Grenze. Bei der Ausfahrt aus Vancouver zeigte die einstige Southern Pacific Lok Anfang Mai noch einmal, was in ihr steckt. Stationiert ist sie in Portland im Staat Oregon in den USA. In der Rio Grande Videothek gibt es übrigens einen speziellen Film über diese Lok. Die Bahnanlagen bei der Ausfahrt aus der Union Station werden von Vancouvers modernstem Nahverkehrssystem, dem SkyTrain, überspannt. Neben dem Via-Rail-Zug Canadian, der dreimal wöchentlich ankommt und abfährt, beschränkt sich der Fernpersonenverkehr in der 1,5 Millionen Metropole auf ein internationales Zugpaar der US-amerikanischen Bahngesellschaft Amtrak. In der Relation Seattle-Vancouver setzt sie einen Talgo Pendula aus Spanien ein. Welch geringe Bedeutung der Schienenfernverkehr in Nordamerika noch hat, symbolisiert diese Szene. Der Fernzug in die USA muss kurz nach der Ausfahrt aus dem Personenbahnhof anhalten. Der Zugführer steigt aus, stellt eine Weiche per Hand und erst dann kann der Zug seine Reise fortsetzen. Für die etwa 240 Kilometer lange Reise bis Seattle benötigt der Talgo dann auch satte 4 Stunden. Der schon erwähnte Canadian, ein Luxuszug im Stil der Streamliner aus den 50er Jahren, befährt auf seiner 4.467 Kilometer langen Reise von Vancouver nach Toronto grandiose Strecken in den Rockies. Eine Reise mit diesem Zug gehört zu den ganz großen Erlebnissen unserer Zeit. Der Canadian passiert auf seiner Reise durch die Rockies auch den Bahnknoten Kamloops. Hier treffen sich die Hauptlinien der Canadian National Railway und der berühmten Canadian Pacific, CP. Etwa 100 Kilometer südlich von Kamloops liegt, an einer aufgelassenen CP-Strecke, der kleine Ort Brookmere. In Brookmere lebten einst 500 Menschen für die Eisenbahn. Daran erinnern der Wasserturm, ein Caboose, die Lokführerstraße und der Rundschuppenweg. Dass nicht alle Spuren des Bahnzeitalters getilgt wurden, ist einem Eisenbahner zu verdanken, der im ehemaligen Bahnwärterhaus ein kleines, aber feines Museum eingerichtet hat. Auf kleinstem Raum wurden hier wahre historische Schmuckstücke zusammengetragen. Sie geben einen ausgezeichneten Einblick in den einstigen Betrieb der Canadian Pacific Railway in den Rocky Mountains. Die Bahn erschloss diese Region. Viele Orte, so auch Brookmere, verdanken ihre Entstehung dem Bahnbau. Larry Fountain, der Besitzer des Museums, schildert die Entstehungsgeschichte dieser einmaligen Sammlung. Well, I've been at this museum collecting artifacts for it for well over 12 years now. Ich sammle Eisenbahnutensilien für dieses Museum seit 12 Jahren.
Jetzt, da die hier vorbeiführende Cattle Valley Railway nicht mehr existiert, dachte ich, es wäre gut, eine unvergängliche Sammlung zu haben. Sie soll den Menschen künftig zeigen, wie die Bahn aussah und wie sie früher betrieben wurde. Dieser Gedanke macht mir große Freude. Ich arbeitete für die Canadian Pacific, der die Cattle Valley Bahn gehörte, und ich habe einfach einen Faible für Eisenbahnen. Dieses Hobby ist mein Leben. It's taken over my life. In Brookmere ist der letzte Zug im Jahre 1989 gefahren. Auf vielen anderen Strecken in den Rockies herrscht aber noch viel Betrieb. Immerhin fast 40% des kanadischen Güterverkehrs läuft über die Schiene. Bei dichter Streckenbelegung kann es dann schon vorkommen, dass ein Personenzug einen Güterzug auf freier Strecke überholt, wie hier im Jasper National Park an der Grenze zwischen den Provinzen British Columbia und Alberta. Der Viazug Skeena nach Prince Rupert passiert leere Kohlewaggons, die nach Westen rollen. So, liebe Zuschauer, jetzt haben Sie ein bisschen was über British Columbia erfahren. Nun kommen wir zu unserem ersten Film. Und der spielt in Österreich, genauer gesagt in Bischofshofen. Die Österreichische Gesellschaft für Eisenbahngeschichte, kurz ÖGEG genannt, konnte in den letzten Jahren ihre Sammlung markanter Dampflokomotiven um diverse seltene Stücke erweitern. In regelmäßigen Abständen werden die schwarzen Stars der Schiene bei Dampflokfesten in der Alpenrepublik gezeigt. Im Lokschuppen zu Bischofshofen sind hier ÖGEG-Loks der Gattungen 52, 015, 786, 392, 12, 86 und 50, 35 zu sehen. 01, 533, 86, 501 und 50, 35, 19 stammen von der DDR-Reichsbahn. Die 015, die 86 und die 50, 35 waren im Dezember 1992 mit anderen erworbenen Fahrzeugen in diesem Lokzug nach Österreich überführt worden. Die Steigung bei Herlas grünem Vogtland kroch das Sammelsurium der von der ÖGEG gekauften Fahrzeuge nur im Schritttempo hinauf, obwohl drei Loks für die nötige Zugkraft sorgten. Die Lokliste dieses Zuges verzeichnete neben den erwähnten Maschinen 50.002, 35.06, 36.89, 52.8003, 80.96, 81.24, 44, 661, 86, 056 und die Dampfspeicherlok 03109. Inzwischen präsentiert sich die einstige Glauchauer 50-35-19 auf den Gleisen der Alpenrepublik in makellosem Zustand. Sie erinnert an die vielen Loks der Baureihe 50, die nach dem Krieg in Österreich verblieben waren. Die Reichsbahn Reko-Type 015 hat dagegen keinen historischen Bezug zu Österreich. Auch Altbau 01, aus dem die DDR-Reichsbahn die 015 entwickelte, gab es in Österreich nicht. Dennoch ist die in Meiningen neu aufgebaute Lok eine Bereicherung der österreichischen Dampfszene, der ein Renner dieser Art fehlte. Ein Juwel der ÖGEG-Sammlung ist die 1D2-Schnellzuglok 1214. Die Reihe 12 gehörte einst zu den leistungsfähigsten Dampfloks zwischen Wien und Bregenz. Wegen der fortschreitenden Elektrifizierung wurden aber nur 13 Exemplare gebaut. Die letzten verschwanden Ende der 50er Jahre aus dem Betriebsdienst. Lok 1214 ist keine Originalmaschine. Sie stammt aus Rumänien, wo diese Type in Lizenz nachgebaut worden war.
Die 2C2-Reihe 78 war die letzte Tenderlok-Entwicklung Österreichs. Die ÖGEG-Lok 78618 ist das letzte betriebsfähige Exemplar dieser Reihe. Alle betriebsfähigen ÖGEG-Maschinen werden regelmäßig bei Sonderfahrten eingesetzt. Der Güterverkehr in den USA und in Kanada ist seit eh und je profitabel, ganz im Gegensatz zur DB. Aber die unternimmt jetzt alle Anstrengungen, um verlorenen Boden wieder gut zu machen. Es gibt jetzt im Güterverkehr einen neuen Namen und eine neue Farbe. Ob sich der Erfolg einstellt, das wird die Zukunft zeigen. Auf die Lokführer der Deutschen Bahn AG wartet wieder einmal eine farbige Überraschung. Sie werden es mit Fassung tragen. Die Geschichte der Eisenbahn ist gespickt mit neuerer Vorschlägen und Innovationen, die als Fehlschläge endeten. Die glücklose 141238 mit der Rhein-Ruhr-S-Bahn-Versuchslackierung ist nur eine harmlose Variante aus den vielen Anläufen zu neuen Farbkonzepten. Nun geht es auch den Güterwagen an den Kragen. Richtig an den Kragen geht es dem G-Wagenpark schon länger. Es wird verschrottet, was das Zeug hält. Güter fahren mit den billigeren Straßenspediteuren. Man könnte jetzt meinen, dass der verbleibende Restbestand an Güterwagen farblich gekennzeichnet werden muss. Der DB-Unternehmensteil Ladungsverkehr präsentiert sich zukünftig in Rot mit dem Schriftzug DB Cargo. Dabei wäre es ebenso wichtig, auch die demnächst vollzogene Trennung des Lokomotivbestands farblich zu markieren. Bis auf Weiteres erhalten jedoch die Loks des Personen- und Güterverkehrs die aktuelle Farbgebung Rot mit weißem Frontlätzchen. Nun denn, frische Farbe signalisiert einen frischen Wind in den neu geschaffenen Unternehmensbereichen. Und auch der Intercity soll demnächst wieder einmal ein neues Farbkonzept erhalten. Obwohl die kunterbunten Zugbilder der vergangenen Jahre gerade mit Millionenaufwand einheitlich gestaltet wurden. Doch zurück zum neuroten Cargozug. Die 151 des Betriebshofs Hagen hat einen Güterzug am Haken, wie er zukünftig durch deutsche Lande fahren soll. In der feuerroten Lackierung sehen die Güterwagen wirklich interessant, futuristisch und sauber aus. Doch wie lange wird, gerade bei Rungenwagen, dieser makellose Zustand andauern? Der Schüttgut-Seitenentladewagen mit schwenkbarer Abdeckplatte macht sich mit der neuen Farbe ebenfalls nicht schlecht. Ein Klassiker in neuem Gewand. Die von der Reichsbahn meist im Kali-Verkehr eingesetzten Vierachser der Gattung TAOOSY wurden einst liebevoll Schneewittchensärge genannt. Diese Oldies aus den 70er Jahren sind kaum wiederzuerkennen. Die braunen Mauern, Ganzzüge aus FAD- und FAL-Wagen waren das Symbol des Montanverkehrs in den westdeutschen Industriegebieten. Mittlerweile werden diese Fahrzeuge auch im Pendelverkehr zum Leipziger Braunkohlenbecken eingesetzt. Dank ihrer geraden Seitenwände sind sie gut zu reinigen, damit die zukünftige rote Farbgebung lange leuchten wird. Der SIHMMS, ein Teleskophaubenwagen für den Blechrollentransport, ist nicht ganz rot. Pragmatischerweise sind Rahmen und Drehgestelle anthrazitgrau abgesetzt. Hier rechnet man offenbar mit einer entsprechenden Verschmutzung. Soweit der Ausflug in die Welt der neuen roten Güterwagen.
Im Interesse aller Steuerzahler bleibt zu hoffen, dass DB Cargo keine roten Zahlen schreiben wird. Der Umwelt zuliebe wäre es wünschenswert, dass an die Straße verloren gegangene Marktanteile von der Schiene zurückerobert werden. Rot ist da schon die richtige Kampfansage gegen die stinkende Gummikonkurrenz. Neben mir die Pacific Central Station, der Hauptbahnhof von Vancouver. Hinter mir die Hochbahn, sie ist ferngesteuert und das modernste Nahverkehrsmittel der Stadt. Und vor uns der Griff in die Mottenkiste. Eine Fahrkarte für Erwachsene und zwei Fahrkarten für Kinder, die Zug dritter Klasse nach Berlin. Renati, komm mal her. Und eine Bahnsteigkarte. Aber nicht verlieren, danke, gell? Danke, Fati. Danke. So, nun geht. Ja. Hoffentlich ist der Zug nicht so voll. Ach, wir haben immer Glück gehabt. Hey, guck mal, ein Fahrplan. Na, mein Junge, findest du unseren Zug? Hier, 16.17 Uhr, Berlin, Schöneweide. Bahnsteig 1. Ist er da? Ja, mein Junge. Fahrkarten? Na, wo willst du denn hinfahren? Nach Berlin zu Tante Hilde. Bitte? Mutti, weiß Tante Hilde, dass wir kommen? Aber natürlich, Renate. Mutti hat dir doch geschrieben. Holt uns Tante Hilde auch vom Bahnhof ab? Aber sicher. Gib mir bitte mal die Fahrkarten. Renate, guck mal. Fadi, guck mal. Ihr möchtet wohl gern was für die Reise haben. Ja, Fadi. Ich möchte Bonbon. Ich sag von wem. Bitte schön. Danke. 88 Pfennige, bitte. Danke. Danke. Mutti, guck mal, was Fadi uns gekauft hat. Möchtest du eins haben? Dankeschön, jetzt nicht. Erst nachher im Zug. Achtung am Bahnsteig 1. Es hat Einfahrt der D-Zug aus Plauen. Zur Weiterfahrt nach Berlin, Schöneweide, über Görlitz, Cottbus. Bitte zurücktreten und Vorsicht an der Bahnsteigkante. Bitte zurücktreten. Bitte, treten Sie zurück. Zug fährt ein. Zurücktreten, bitte. Bitte zurücktreten.
Zukunftsbitte auf. Luz, du bist noch nicht dran. Vielen Dank. So, danke. Gut, danke schön. Ich möchte meinen Koffer. Ja. Party, hier sind wir. Party. Na, habt ihr einen guten Platz bekommen? Ja. Am Bahnsteig 1 zum D-Zug nach Berlin bitte einsteigen und die Türen schließen. Jawohl, Ilse. Jawohl, das ist recht. Grüß mir Tante Hill und Onkel Heinz recht schön. Schreibt mir mal, gell? Wiedersehen, Renate. Vergiss uns nicht. Oh, ich vergesse euch nicht. Bringt mir was Schönes mit. Ja, das machen wir. Bitte zurückbleiben. Also dann, macht's gut. Viel Spaß in Berlin, gell? Wiedersehen, Renate. Wiedersehen, Renate. Wiedersehen. Bleiben Sie zurück, bitte. In der Innenstadt von Vancouver, liebe Zuschauer, haben wir auch ein kleines Modelleisenbahngeschäft gefunden. Da kann man unter anderem solche Mützen kaufen, wie ich sie gerade aufhabe, für $11,35. Und raten Sie mal, was wir noch entdeckt haben. Diese Lok, die 118 von Pico mit dem alten Führerstand für $150. Ob so eine Lok auf der nun folgenden Modellbahnanlage fährt, das weiß ich nicht, aber wir werden es in wenigen Sekunden erfahren. Schon zu DDR-Zeiten gründete sich im Jahre 1982 der Ostthüringische Modellbahnclub in Gera. Prunkstück des Vereins ist eine 2 x 12,5 Meter große H0-Anlage mit Motiven aus dem Thüringer Wald. Viele Abschnitte sollen an die bekannte Rennsteigstrecke Probstzeller-Sonneberg erinnern. Ab Probstzeller verlief die Sonneberger Bahn teilweise im Sperrgebiet. In Natura sind die Relikte dieser Zeit verschwunden. Die Gerer Modellbahner halten die Erinnerungen an die unselige Grenze aber im Maßstab 1:87 wach. Um die 12,5 Meter lange Anlage problemlos transportieren zu können, ist sie in Segmente eingeteilt. Die Trennstellen werden jedoch perfekt kaschiert. Typisch für die Rennsteigbahn sind die gemauerten Viadukte, die teilweise nachgebildet wurden. Auf den daneben verlaufenden Hauptstrecken fahren wie einst im Vorbild Öl-44er und die preußische P8. Eine Öl-44 im Reichsbahnlook gibt es jetzt auch wieder in Natura zu bewundern. Die DB Museumslok 44-1093 fährt seit Mai nach dem Rückbau auf Ölfeuerung wieder als 44-0093.
kommen wir zu unserem Ausflugstipp, liebe Zuschauer. Es sind wie immer deren zwei Tipps. Einer liegt hinter mir. Es ist der Brule Lake inmitten der Rocky Mountains. Hier fährt 6-mal pro Woche der Canadian durch, 3-mal in jede Richtung. Und für den zweiten Ausflugstipp, da haben wir einen Film für Sie vorbereitet. Der spielt in Dänemark. In Dänemark locken besonders zur Sommersaison zahlreiche Bahnmuseen und Veranstaltungen Touristen und Eisenbahnfans gleichermaßen an. Unser Ausflugstipp spielt in Kronjütland, einer reizvollen, nicht weit vom Meer entfernten Region, rund um das Städtchen Randers, das am Ende des gleichnamigen Fjords liegt. Randers ist die Heimat der Gruppe DSB Museumsbahn West. Die dänische Staatsbahn DSB verteilte ihre Museumsfahrzeuge über die diversen Inseln und Halbinseln. Randers ist für die Bahnhistorie in Jütland zuständig. In Randers werden auch alte Dieselfahrzeuge betriebsfähig erhalten. Ein interessantes Exemplar ist die Lok MX-1001, eine eigens für den Einsatz auf Nebenstrecken entwickelte Maschine. Die letzten Exemplare dieser Gattung kamen 1962 zur DSB. Ihr planmäßiger Dienst endete 30 Jahre später. Ihre Konstruktion basiert übrigens auf den berühmten US-amerikanischen Rundnasenloks, die in den Vereinigten Staaten seit den 40er Jahren die Dampfrösser verdrängten. Im Gegensatz zu den amerikanischen Versionen haben die MX zwei Führerstände. Ziel der einzelnen DSB-Museumsgruppen ist die Erhaltung historischer DSB-Fahrzeuge. Möglichst viele Exponate sollen betriebsfähig sein. Einige Oldtimer stammen aus Deutschland, viele von der großen dänischen Lokfabrik Fricks in Aarhus. Der dänische Eisenbahnfreund Jakob Stilling kennt die Geschichte der inzwischen geschlossenen Firma genau. Der dänische Maschinenfabrik Fricks war der größte Fertiger von Dampf- und Dieselloks in Dänemark. Die Produktion von Dampfloks ist schon 1914 angefangen und wurde dann bis 1949 fortgesetzt. Auf der Dieselseite hat man schon vom Anfang der 30er Jahren dieselelektrische Loks gefertigt und ab 1934 auch elektrische Triebwagen für die Kopenhagener Vorortverkehr. Die Firma wurde dann Mitte der 70er Jahren geschlossen. Die Produktionsrechte wurde dann an Scandia hier in Randers, die Wagenfabrik, überführt, während die Betriebsgelände in Aarhus als eine Gewerbepark oder in einer Gewerbepark umgewandelt wurde. Star im Dampflokschuppen zu Randers ist die 1947 von Fricks gebaute E991, eine vierzylindrige Schnellzuglok mit der Achsfolge 2C1. Typisch für diese Baureihe war der Wannentender, der sein Vorbild in der deutschen Kriegslok der Baureihe 52 hatte. Bei extremer Trockenheit wird in Dänemark allerdings ein generelles Dampflokverbot erlassen. Dann dürfen die einstigen Stars der Schiene ihre Remise, wie man hier Bahnbetriebswerke nennt, nicht verlassen.
Frix hat aber nicht nur Dampfrösser gebaut. Als eine der ersten Lokfabriken überhaupt entwickelte Frix schon zwischen den Weltkriegen erfolgreiche Motorfahrzeuge. Von Dieselloks aller Leistungsklassen bis hin zu Triebwagen für Haupt- und Nebenbahnen. Nur 15 Kilometer von Randers entfernt beginnt in Handest an der Hauptbahn Aarhus-Aalborg die Mariager-Handest-Veteranjernbahne. Auf der 16 Kilometer langen Strecke findet in den Sommermonaten ein regelmäßiger Fahrbetrieb mit Oldtimern statt. Dabei kommen auch Museumsloks von Frix zum Einsatz. Dampfrösser kann man auch hier nur dann erleben, wenn es kein Dampflokverbot wegen Trockenheit gibt. Aber auch die Motorfahrzeuge und die alten Wagen lohnen einen Abstecher. Die beschauliche Reise mit der Museumsbahn endet am Hafen von Mariager. Von dem malerischen Hafenstädtchen Mariager aus kann man die nostalgische Tour mit einer Dampferfahrt durch den gleichnamigen Fjord fortsetzen. Die Ausfahrt eines modernen DSB-Zuges des Typs IC3 soll mit einem bekannten dänischen Werbeslogan verbunden werden. Wir sehen uns in Dänemark. Am besten nach einer Anreise mit der Eisenbahn. Wir sind wieder in Vancouver, liebe Zuschauer, und ich beantworte Ihnen jetzt eine Frage, die sich sicher viele von Ihnen gestellt haben. Was heißt das CP auf meiner Mütze? Das ist die Abkürzung für Canadian Pacific. Und für diese Bahngesellschaft tat der Wagen hinter mir 40 Jahre lang seinen Dienst. 1969 wurde er umgewandelt, zweckentfremdet in ein Restaurant. Und jetzt muss ich einen großen Bogen schlagen von Vancouver nach Mansfeld vom Railcar Restaurant zum Museumsbahnporträt. Kloster Mansfeld in Sachsen-Anhalt. Das Städtchen liegt an der DB-Strecke Sangerhausen-Güsten. Im Personenverkehr kommen dort unter anderem modernisierte Ferkeltaxen zum Einsatz. Seit 1875 gibt es in dieser Region auch Schmalspurstrecken mit einer Spurweite von 750 mm, die einst den Transport von Kupferschiefer aus Erzgruben zu den nahegelegenen Hüttenbetrieben bewältigten. Der Erztransport auf den Mansfelder Schmalspurbahnen endete 1989. Überlebt hat ein 14 Kilometer langes Teilstück, das zwischen Kloster Mansfeld und Hettstedt-Eberhard-Schacht als Museumsbahn betrieben wird. Zu besonderen Anlässen werden für Foto- und Filmfreunde Güterzüge im alten Stil gefahren. Als Zuglok fungiert ein Vierkuppler aus den 30er Jahren.
Diesen Typ baute Ohrenstein und Koppel ab 1931 speziell für die Mansfelder Schmalspurbahnen. Von der traditionellen Industrie ist in dieser Region nach der Wende nicht viel übrig geblieben, zumal die Erzgruben schon zu DDR-Zeiten fast gänzlich ausgebeutet waren. Die Museumsbahn dient daher nicht nur als technisches Denkmal, sondern erfüllt auch eine wichtige Aufgabe als touristischer Anziehungspunkt. Aus dem alten Mansfelder Bergwerksbahnbetrieb entstand nicht nur die Museumsbahn, sondern auch ein leistungsfähiger Werkstattbetrieb, der sich auf die Restaurierung alter Schienenfahrzeuge spezialisiert hat. Die Mansfelder Werkstatt übernimmt auch Hauptuntersuchungen von Dampfloks. Hier wird gerade ein Wasserkasten einer Tenderlok bearbeitet. Für das einstmals bis zu 90 Kilometer lange Werkbahnnetz entstanden in Kloster Mansfeld umfangreiche Werkstattanlagen für Schmal- und Normalspurfahrzeuge. Einen Teil dieser Infrastruktur nutzt die Malowa, wie das Unternehmen heute heißt, für ihre Zwecke. Reparaturaufträge aus allen Bahnbereichen sind notwendig, um den Betrieb auszulasten. Dieseltriebfahrzeuge aller Spurweiten werden daher auch aufgearbeitet. Einen besonders dicken Auftrag konnten die Mansfelder vor einiger Zeit in England ergattern. Die komplette Restaurierung zweier Schlepptenderloks. Eine Maschine hat die Achsfolge 2C, die andere 1B. Beide Loks mussten weitgehend neu aufgebaut werden. Dabei legten die Engländer besonderen Wert auf die originalgetreue Nachbildung oder Aufarbeitung der Teile. Diese Herausforderung meisterte die Malowa zur Zufriedenheit des Kunden von der britischen Insel. Für die Harzer Schmalspurbahnen wurde 1995 der historische Triebwagen T3 aufgearbeitet. Über dessen Inbetriebnahme berichteten wir im Video Express 9. Diverse historische Schmalspurwagen verließen in den letzten Jahren perfekt restauriert die Werkstätten. Zu jeder Hauptuntersuchung gehört natürlich die komplette Aufarbeitung des Wagendrehgestells. Für die Malowa kein Problem. Ob der Markt das Überleben des Mansfelder Werkstattbetriebes ermöglicht, wird die Zukunft zeigen. Es wäre zu wünschen, wenn das Know-how der dortigen Fachleute auch zukünftig den europäischen Museumsbahnen zur Verfügung stünde. Die Zukunft der Museumsbahnstrecke steht auf sicheren Beinen. Sie ist eine nicht mehr wegzudenkende Attraktion im idyllischen Mansfelder Land. Fahrplanauskünfte erhält man unter der Telefonnummer 03475 648427. Wir sind jetzt in Bruckmier, liebe Zuschauer, ein kleiner Ort, circa 200 Kilometer nordöstlich von Vancouver. Hier gibt es das kleine Eisenbahnmuseum von Harry Fontaine und hier gibt es die Besonderheit, den Wasserturm mit den zwei Auslaufstutzen. Das Eisenbahnzeitalter endete in Bruckmier 1992, da wurden nämlich alle Gleise herausgerissen.
Abschied nehmen heißt es nun auch in unserem nächsten Filmbericht. Wir verabschieden uns von der 23105. Die 1C1 Schlepptender-Dampflok 23105 markierte am 6. Dezember 1959 bei der DB das Ende einer Epoche. Sie wurde als letzte fabrikneue Dampflok der Bundesrepublik in Dienst gestellt. Lieferant war die Lokomotivfabrik Jung in Jungenthal bei Siegen. Am 3. Januar 1972 schied 23105 beim Betriebswerk Kaiserslautern aus dem aktiven Dienst aus. 1985 reaktivierte die DB dann ihre letztgebaute Dampflok anlässlich des 150-jährigen Bahnjubiläums. Im Mai 1996 ging das Feuer der 23 zum zweiten Mal aus. Mit Ablauf der Untersuchungsfrist degradierte die Bahn AG 23105 zum nicht betriebsfähigen Ausstellungsstück. Am 4. Mai veranstalteten die Eisenbahnfreunde Hönnetal mit 23105 eine Sonderfahrt durch das Sauerland. In Arnsberg fand dann eine Überholung durch die Oberhausener Museumslok 41241 statt. Mit Volldampf stampft die 1700 PS starke 23 durch den Tunnel. Ihre letzten Jahre im Plandienst verbrachte 23105 bei den Bahnbetriebswerken Crailsheim und Saarbrücken. Sie zog dabei hauptsächlich Personen- und Eilzüge. Zurück nach Bestwig an der Sauerlandlinie Hagen-Kassel. Ganz unbekannt ist die Baureihe 23 dort nicht. Immerhin 19 Loks dieser Baureihe waren zwischen 1965 und 71 im Bestwiger BW stationiert. Die Dampflokzeit endete beim BW Bestwig schon Anfang der 70er Jahre. Dieselloks beherbergte der dortige Rundlokschuppen noch bis 1985. Dann legte die DB das Gelände still. Wo einst die Drehscheibe lag, wächst heute Gras.
Wenige Kilometer hinter Bestwig beginnt in Nuttlar die Rampe nach Brilonwald. Mit Schwung geht die 23 die Steigung an. Vor knapp 10 Jahren stampfte dort 41360 die Rampe hinauf. Für den von Joachim Schmidt produzierten Film 41360, starke Lok für schnelle Züge. Zahlreiche Dampflok-Fans begleiten die 23 auf einer ihrer letzten Fahrten. In Brilonwald setzt die Lok um, der Sonderzug fährt über die Nebenstrecke in Richtung Korbach. Seit 18. Mai steht 23105 nun als totes Exponat in Nürnberg. Für die Bahn AG steht die Wiederinbetriebnahme von 23105 zurzeit nicht zur Debatte. In Jasper in den Rocky Mountains möchte ich mich von Ihnen verabschieden, liebe Zuschauer. Und zwar vor dem Marterpfahl am Bahnhof. Sie können aber sicher sein, wir kommen wieder. Und zwar in 2 Monaten. Tübingen und Rottweil, das waren die Heimatdienststellen der letzten 38er und 78er der Deutschen Bundesbahn. Preußendampf im Schwabenland zeigt diese wunderschönen Dampfeinsätze in den 70er Jahren. Das BW Gelsenkirchen-Bismarck war eine der größten Dienststellen für die Baureihe 44 und zugleich die letzte für Kohle gefeuerte Maschinen. Die Dampfjumbos im Ruhrgebiet sind für sie noch einmal vor schweren Zügen unterwegs.
Ein zweiter Film ist den 50ern und 55ern rund um Duisburg-Wedau gewidmet. Freuen Sie sich auf den Dampf im Ruhrpott. Altenbeken, der berühmte Eisenbahnknoten, erzählt von den Dampflok-Einsätzen mit Kohle- und ölgefeuerten 44ern auf der Strecke Hamm-Kassel. An den Rampen rund um Altenbeken scheiterten die E40, sodass der Dampfbetrieb unter Fahrdraht weiterging. Der Film zeigt viel Dramatik beim Kampf der Dampflok-Riesen auf der Bergstrecke.